Alles gut da drin? Ich bräuchte hier etwas Privatsphäre, okay? Schon gut. Nur privat ist was anderes. Na, wie läuft's? Gut. Ja? Ja. Cool. Cool. Du heißt Dom, oder? Ich bin Yas. Schön, dich kennenzulernen. Ich treffe meine Ex zum ersten Mal seit der Trennung. Und du nennst es noch die Trennung? Ich dachte, das alles passt. Wir waren zusammengezogen. Ich hatte Tickets für Hamilton ergattert. Ja! Das ist eine ernste Verpflichtung. Oder? Also, was ist passiert? Gia hat mich betrogen. Mit meinem besten Freund. Du hast Dom betrogen. Mit ihm. Das tut ein bisschen weh. Ich meine, ich check's. Die Arme sind heiß. Aber worüber unterhaltet ihr euch? Lässt du sie so einen Scheiß erzählen oder willst du mal einschreiten? Ja, sie findet meine Arme heiß. Ich habe was Ähnliches durchgemacht. Ist gar nicht so lange her. Sie ist sein Life-Coach. Offenbar hat sie seinen Geist geöffnet. Ihre ganze Unterwäsche sieht so aus. Du müsstest 50 von denen zusammennehmen, um an das ranzukommen, was ich gerade trage. In meiner Eile habe ich was vergessen. Meine The Low End Theory-Platte. Wir gehen jetzt in den nächsten Plattenladen und ich kaufe dir eine neue. Aber ich will keine neue, Dom. Ich will meine Platte. Hat man das Schloss ausgetauscht? Als ob ich einbrechen würde. Sicher hat jemand einen Schlüssel für Jules Wohnung. Du hältst sie bei der Stange, während ich nach dem Schlüssel suche. Ist da noch Platz für einen mehr? Was für Teufelsnamen treffst du da? Nein, ich hab nicht. Peter Denise? Sagte... Ja, Schatz. Ich hab diesen Jungen mit deiner Unterwäsche erwischt. Was hast du getan? Ja, aber manchmal muss man halt sagen, ich guck mal, was passiert. Dom und Yas, Yas und Dom. Dom und Yas, Yas und Dom. Dom und Yas, Yas und Dom. Willst du das wirklich durchziehen? Klar. So nebenbei, dein Kerl hier hat mich letzte Woche auf Tinder geswiped. Was? Was? Nein, ich hab dich nicht geswiped. Gib mir dein Handy. Oder sonst jemand. Sofort.